Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und die Road to Fibo-Serie geht weiter. Die hatte ich schon mal, 2017. Möchtet ihr ein Reaction-Video darauf haben? Lang ist es her, da war ich noch ein bisschen jünger. Und das war meine letzte Fibo. Wer mich auf der Fibo besuchen möchte, tut es. Das hier ist der Stand und die Halle, wo ihr mich findet. Aber da könnt ihr mich auch nicht übersehen, weil ihr seid alle sicherlich auf der Fibo Power. Und naja, wir sind so zentral, zentraler geht's gar nicht. Auf dem Iron Summit Stand. Und was es damit auf sich hat, erfahrt ihr später noch im Video. Heute gibt es eine schöne, oldschool, geile Brust-Bizeps-Einheit. So wie ich es derzeit trainiere. Und ich fange an mit einer Grundübung, allerdings unilateral, an dieser schönen neuen Maschine. Wie hier steht, negatives Bankdrücken unilateral an einem Techno-Gym. Macht Spaß und man kriegt ein richtig gutes Gefühl in die Brust. Naja, das Aufwärmtraining zeige ich euch dieses Mal nicht. Es ist immer das Gleiche. Damit langweile ich euch nicht. Wer es sehen möchte, da oben, ganz wichtig und ein Schlüssel zum Erfolg für eine gute Brust. So, das ist der zweite Aufwärmsatz und ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennen wird. Was richtig toll ist an der Übung, ihr habt so das Gefühl, und dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, die Brust abholen, ganz altes Video. Ich habe so das Gefühl, man kommt richtig schön in die Brust rein, weil man ja so eine halbrunde Bewegung hat durch die Art, wie das hier mit der Achse verläuft. Und dadurch komme ich so gut in die Brust und kriege so einen guten Pump rein. Sensationell. Reinfühlen ist ganz wichtig. Ich habe mich jetzt gesteigert, schon zwei Aufwärmsätze hinter mir. Davor vier für die Schulter. Wie gesagt, ihr kennt meine Aufwärmroutine. Jetzt mache ich hiermit noch einen und dann geht's los. Mit 80 Kilo pro Seite werde ich dann mal anfangen. Rebel Soul Child got a fist ball. I'm a respawn of ancestors and I'm blessed, huh? They are not him. Tell him fess up. I get checked stub. Hella carefree. Nothing scares me. Hella reckless. Yeah. Next up, right? No, we not the same. Cause see when I look in your iris, you likely to talk but not ready to ride. You do better keeping it quiet. My pen is ignited, my soul is enlightened. I like who I am, but I'm biased. The palette is right on my drip is a fountain. I'm not like these regular guys. All of that talk is misguided. I like the way I make the tape print, but the way I make the words play is grim. I'm the reaper reaching for the kill switch. The label cut the check like the blazeman. Something sparking where his brain is. The beat is somewhere where their prayers in. Geronimo, the way I make the bass jump when no parachute is tasteless. They likely to run their mouth, but when they see you face to face, they quick with the shape shift. Up through the night, work the grave shift. Batted from the cradle to the grave, bitch. Big mad how they face tense. Look both ways for you catch fade. I'm a nice guy on the inside. Still, I'm not somebody to be played with. Keep it all the way, get thousand. I don't know how the ground feels. I left the city, I've been browsing. Treading water that they drown in. I head on a swivel, yeah. It's only really my surroundings. And keep it all the way, get thousand. I don't know how the ground feels. I left the city, I've been browsing. Treading water that they drown in. I head on a swivel, yeah. It's only really my surroundings. Can't stop, won't stop. Turn to the world when the glow trap. Then a nigga dope that is so top. Type of shit they hide in a tube sock. I done skipped town on a new block. But I'm still around, nigga, just not. Better hold it down when the groove drop. Where I kick down for the crowd of a loop pop. If they come around for my moolah. Better run them out of town for they hoopla. Queen, she a hun like Mulan. Everything the hoes with they were, but they just not. They be right up in your face with a fake stop. They be thinking it's a game, but it's just not. They be thinking we the same, but they subpar. They from drug through the mud when the flood stop pull up. Hey, I feel amazing. Pyramid scheme, how I play the angle. I send it to your girl, but I make a facelift. This is your So, wir sind mittlerweile bei Fliegenden an der Maschine, aber plate loaded. Sehr schöne Dauerspannung auf der Brust, obwohl ich Fliegende auch mag und die tatsächlich gefühlsmäßig mehr bringen. Nun ja, eine Frage mal an meine treuen Zuschauer. Was würdet ihr davon halten, wenn ich mal so etwas mache? Klingt wie ein kleiner Challenge, aber ich reagiere eine Woche lang auf fast jedes Fitnessvideo. Natürlich eine gewisse Auswahl, aber tatsächlich mehrere Videos vielleicht am Tag, wo ich mal für eine Woche auf alles reagiere. Das Problem dabei in meinem Kopf ist, ich weiß, viele von euch mögen es unheimlich gerne, wenn ich darauf reagiere und fragen sogar immer wieder nach. Was hältst du davon? Was hältst du davon? Guck dir mal dieses Video an. Kannst du mal dazu was sagen? Weil immerhin ist das ja auch ein Infokanal und die Leute, die mir folgen aus Überzeugung, weil sie eben wissen, dass sie hier was zu lernen haben und weil sie das schätzen, die hören natürlich auch gerne meine Meinung dann dazu. Auf der anderen Seite gibt es dann immer wieder diejenigen, die sagen, mach jetzt nicht nur Reactions, eigentlich mehr eigenen Content. Es gibt immer beides. Ich weiß, dass man euch nicht alle zufriedenstellen kann. Während der eine sagt, Musik ist toll, sagt der andere, nein, das ist sie nicht.
und so weiter. Deswegen, was würdet ihr von sowas halten? Springen dann alle ab, wenn es so viele Videos gibt? Oder ist das mal eigentlich ein ganz netter Challenge und ich sollte es versuchen? Alternative wäre, das Ganze auf meinem Zweitkanal, schaut ihn euch mal an. Habe ich erst ein Video drauf, aber das wäre so ein Kanal, da kann man mal easy einfach sein geistige Ergüsse hochladen, ohne dass man ständig ins Gym muss, ohne dass man die ganze Zeit nur wertvolle Tipps gibt, sondern auch mal einfach viel reden kann. Aber nicht sinnloses Gerede, sondern eigentlich, wer genau zuhört, der merkt ja auch immer wieder, dass viele Tipps dazwischen sind. Aber ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon halten würdet. Ist das was? Ist es was für den Hauptkanal oder eher für den Nebenkanal? Und jetzt geht's weiter mit den Fliegenden. So, hier gibt es recht wenig zu sagen. Ich habe es vorher an der Multipresse gemacht innerhalb der ersten Übungen. Jetzt nehme ich die Maschine, weil es die dritte Übung ist, kann ich hier mit dem maximalen Gewicht auch was anfangen. Für die ersten zwei Übungen wäre das viel zu wenig. Oder habe ich nicht Lust, dann immer irgendwie Scheiben daran zu basteln oder so. Jetzt ist es super, wenn ich dann Steckgewicht nehmen kann, nehme ich gerne Steckgewicht. Das Gute ist hier, dass ich nicht großartig rumräumen muss. Kann dann einfach niedriger stecken. Die Bewegung ist vorgegeben, weil ich jetzt schon sowieso ein bisschen erschöpfter bin. Und so haue ich davon nochmal drei Sätze raus, bevor es dann an die zweite Isolationsübung geht und die vierte Übung schlechthin. Dann haben wir auch genug Sätze gemacht. Das sind sogar schon zwei, drei Sätze mehr, als ich normalerweise für die Brust mache. Im Moment fühlt es sich aber ganz gut an. Und da ich keine richtige Hardcore-Übung dabei habe, mit freien Gewichten, klappt das ganz gut. Wie schon angekündigt, jetzt noch mal ein paar Fliegende, die ich sehr gerne mag. Wahnsinnig gutes Gefühl drin und gerade zum Schluss bei einem Training von einer Muskelgruppe könnt ihr viel mehr auf Gefühl gehen. Noch mehr als am Anfang. Gefühl sorgt meistens auch dafür, dass der Pump größer ist und am Anfang wollt ihr eigentlich den Pump nicht zu stark haben. Das ist das, was viele auch als Muskel ist zu bezeichnen. Das heißt, ganz gerne am Anfang mehr die Kraftleistung machen, bringen und da wirklich auf mehr Gelenksübungen gehen und so.
während ihr dann zum Schluss mehr nach Gefühl geht, weil die Kraft sowieso nicht mehr da ist, weil ihr sowieso nicht mehr die Konzentration habt. Also warum nicht Gefühl reinbringen? Und das habe ich hier bei der Übung. Brauche ich dafür nicht. Und das ist dann das Letzte. Danach kommt der Bizeps und dann sind wir durch. So, meine Damen und Herren, und jetzt gehe ich fließend über zu dem Bizeps-Training und zu einer Variante der Schrägbank-Curls. An der gleichen Maschine, nur dass ich die Griffe jetzt unten befestige und deswegen so ein bisschen hinter meinem Körper hervorziehen muss. Oberarm bleibt dabei hinter der Körperachse und dadurch sind es Schrägbank-Curls. Gerne könnt ihr das noch unterstützen, indem ihr mit der Hüfte ein bisschen nach vorne geht. Und dann habt ihr es eigentlich. Hier, weil ich jetzt nicht noch Lust habe, ein großes Aufwärmtraining zu machen, starte ich mit definitiv mehr als 10, 12 Wiederholungen, hoffe ich, und gehe fließend vom Aufwärmtraining des Bizeps über in höheres Gewicht. Obwohl ich die Arme auch nicht mit hohem Gewicht belaste, das haben sie sowieso schon zu tragen mit den großen Muskelgruppen, die sie unterstützen. Beim Bizeps ist der Rücken, bei der Brust, beim Trizeps ist es die Brust. Und so können wir direkt starten. Kommt noch ein schwerer Satz und das ist dann tatsächlich auch der schwerste Teil des Bizeps-Trainings. So, die Übung hier mit dem Seil betont nochmal hervorragend euren Brachialis und die mache ich immer im Supersatz,
bisschen schwerer am Anfang, danach etwas leichter. Insgesamt sind es dadurch ein paar Wiederholungen mehr. Davon auch 3 Sätze. Und dann hat es sich schon fast mit dem Bizeps-Training. Man mag es ja kaum glauben. So, ich habe es euch versprochen, ich werde jetzt ein bisschen mehr darüber berichten, was ich auf der FIBO mache. Ich bin an dem Stand des Iron Summit. Der Iron Summit ist ein groß angelegtes Projekt mit einigen bekannten Namen, die noch in Zukunft genannt werden, in den nächsten Tagen sogar schon. Auf der FIBO könnt ihr mich treffen, aber auch ein paar andere Personen, die da mitmachen und noch mehr erfahren zum Iron Summit. Wir werden auf jeden Fall schon innerhalb der nächsten 2 Monate in Nepal sein und da etwas ganz Besonderes machen, was auch mit Training zu tun hat. Mehr dazu jetzt Stück für Stück in den Videos hier. Zunächst einmal, so wird der Stand aussehen. Und das Tolle daran ist, es ist vielleicht der spektakulärste Stand auf der ganzen FIBO, denn hier könnt ihr eine Hypoxiezelle betreten. Ja! Stellt euch an und macht mit. Ihr könnt einmal da drin trainieren. Was ist eine Hypoxiezelle? Das ist eine kleine Kabine, eine abgeschlossene Kabine, in der der Sauerstoffgehalt aus bestimmten Höhenlagen simuliert wird. Einfach dadurch reduziert. Das heißt, wenn ihr mal die Luft schnuppern wollt, wenn es zumindest um den Sauerstoffgehalt geht, von 4000 Metern oder sogar 6 oder 8000 Meter vom Mount Everest, dann geht ihr da rein und könnt dort Training machen. Wenn ihr darunter trainiert und das sogar über Wochen und Monate, dann habt ihr auch einen gewissen Effekt. Einen Effekt, den man nicht nur durch die Reduktion der Atemleistung mit Masken bekommt, sondern der hier ganz professionell herbeigeführt wird und euch zu Fahrraddopern macht. Quasi das berühmte Doping unter den Fahrradfahrern EPO. Es erhöht den Sauerstoffgehalt auf Dauer in euren roten Blutkörperchen, der transportiert wird, und dadurch werdet ihr ausdauernder. Richtig coole Sache. Von einmal habt ihr das natürlich nicht, aber wisst dann, wie es sich anfühlt auf über 4000 Metern. Und da werden wir sein, in Nepal. Zu breit für die Maschine, Mann. Gibt Selbstvertrauen. Auch eine richtig coole neue Maschine hier. Bizeps Curls von oben geführt. Ja, ich habe trotzdem meine Schwierigkeiten damit, aber an sich ist die Idee toll und ich finde es gut, so eine aufwendige Maschine dafür zu haben. Mit hohem Gewicht kann ich sie nicht benutzen, weil dann einfach meine Handgelenke verrückt spielen. Da bin ich etwas empfindlicher. Das habe ich schon in der Vergangenheit öfters mal in den Videos gesagt. Und da man die Handgelenke
sehr weit in der Pronation hier halten muss, passt das nicht so ganz für mich. Aber mit wenigem Gewicht macht es durchaus Spaß zum Schluss und gibt nochmal einen schönen anderen Reiz. So, das war das Vorbereitungsvideo zur FIBO nächste Woche, wo wir uns hoffentlich sehen werden in Halle 10.2 auf dem Iron Summit Stand. Wem das gefällt, Daumen da lassen. Wer mal andere Videos sich anschauen möchte, ist herzlich dazu eingeladen auf diesem Kanal. Da findet man sicherlich noch einige Schätze. Für den einen oder anderen da draußen, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts mehr und schaut mal bei der Proteinarena vorbei. Für ein paar Supplements und 15% sparen. Wer nun auch mal sehen möchte, wie man vernünftig den Rücken trainiert, um sie auf die FIBO vorzubereiten, der findet das Ganze da oben. Da könnt ihr mal vorbeischauen und dann seht ihr, wie ein richtiges Rückentraining im Moment bei mir aussieht. In einem aktuell Vierer-Split. Mein Lieblingssplit, auch dazu werdet ihr mehr finden auf diesem Kanal. Also macht's gut, bis bald, euer Gotti.